Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Brothers in Arms Road to Hill 30, glaube ich. Oder 30 Hill? Ne, Hill 30, glaube ich. Oder Hill 30, wie auch immer. Das ist natürlich jetzt so das Zwischenprojekt, nenne ich es jetzt mal, ist trotzdem vollwertiges Projekt, ne? Keine Angst. Zwischen Command & Conquer Tiberian Sun GDI und Not. Also das zweite Projekt, was natürlich jetzt neben Lara Croft und Guardian of Light, genau. Läuft. Ich bin gespannt, wie das Game ist. Ich habe irgendein Brothers in Arms Teil für PS2 gespielt und habe es auch selber immer noch im Schrank liegen, aber nie wirklich durchgespielt. Ich weiß nicht, ob es das Game ist oder ob es ein anderes Game ist. Egal, wir gehen auf jeden Fall rein. Wir starten das Spiel auf normal und ich würde sagen, feuerfrei. Ich habe heute auch nicht allzu lange Nach Zeit. Nach der Scheidung sagte mein Vater zu mir, jeder Soldat hat zwei Familien. Die eine, zu der er nach Hause fährt. Und die andere, mit der er durch die Hölle geht. Es sind 8 Tage vergangen. Seit 8 Tagen muss ich mit ansehen, wie meine Familie tötet und getötet wird. Seit 8 Tagen wünsche ich mir nichts mehr als den Frieden. Hügel 30, Südwest von Grand Tor, Frankreich. Ja. Es ist blind, ich weiß gar nichts mehr. Ich habe auch alle Brother in Arms Teile. Ich werde auch alle 3 Teile machen, die es, glaube ich, gibt. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Auf jeden Fall habe ich 3 Teile davon. Die werden alle kommen. Baker! Alles okay, Baker? Es geht im Boot! Halt ihn hoch! Oha! Alter, die Maus ist ja mal verdammt schnell. Und ich muss... So, ich habe nur die... Oh, das ist natürlich doof, dass ich die Gesamtstärke nur habe. Steuerung. Nein. Spiel. Nein. Performance. Nein. Eingabe. Ach, da. Anwenden. Ja, Speicherprofil. Ich habe heute nicht ganz so viel Zeit. Jawohl. Wieso kann da... Wartet mal. Steuerung. Bewegung. Aktion. Zoom. Mittlere. Was? Wer ist denn, wieso denn bitte einmal mittlere Maustaste, Alter? Was ist denn mit euch falsch? Rechte Maustaste. Nee. Kann ich überhaupt zoomen? Oder war es einfach nur so? Ey, ich weiß es gar nicht mehr. Also wenn es nur so ist, ja gut, dann ist es halt immer so. Nee, okay. Warum ist es denn immer noch mittlere Maustaste? Das verstehe ich nicht. Option. Ich habe es halt vorher nicht wirklich probiert. Ich verstehe es halt nicht. Primär mittlere Maustaste. So. Weil ich anwenden drücken muss. Ich wollte gerade sagen, es war doch eigentlich auf... Normalerweise ist es doch... Ah, jetzt... So. Er ist tot, schieß weiter. Interessant, dass man die M1 hier wirklich nachladen kann. Hi, na. Also es ist sehr komisch. Wo bleiben die Panzer? Ja, ja. Eigentlich wollte ich ja, ich weiß, ich hatte gesagt, hier, pass auf, macht ja Remastered. Da kommt sogar ein Panzer. Aber kein von uns. Das ist ein Panzer. Panzer 4. Mal gucken, wann unsere Shermans kommen. Ob unsere Shermans überhaupt kommen. Also es wird Mafia 1 Remastered auf jeden Fall geben. Kein Thema. Kein Problem. Aber ich hatte halt wirklich Bock drauf, hier erstmal ein Brothers in Arms zu machen. Schon lange keinen zweiten Weltkrieg mehr gemacht. Also zweiten Weltkrieg-Shooter. Jo, und tschüss. Ja. Und es passt eigentlich zu Retro zu Command & Conquer gerade. Ja, ich bin doch da. Ja, eigentlich wollte ich ja Kane & Lynch 1 machen, aber das hat nicht ganz funktioniert mit Windows 10. Mal gucken, ob das Spiel jetzt nicht nochmal abschmiert, weil Ubisoft Entertainment präsentiert. Okay, Game ist nicht abgeschmiert. Eben gab neben dem Trailer. Muss ich eben nochmal nachspielen. Eine Gearbox-Software-Produktion.
Auf geht's. Brothers in Arms. Ja, John Antle, Matthew, keine Ahnung, ob das echte. Jeff Bromy, Sean und links stehen jetzt gerade. Ob das wirklich eine originale Geschichte ist? Also, es ist original, so ist es nicht. Originale Schauplätze und sowas, aber ich weiß halt nicht, ob die Namen jetzt original sind. Airborne Command, United States Army, Parachute. School. Sie heißt die Airborne. Brothers in Arms könnte natürlich auch zu Band of Brothers irgendwie gehören. Also, Band of Brothers ist eine mega geile Miniserie. Sehr, sehr geil. Kann ich euch nur empfehlen. Genauso wie Pacific. Hier hat man nochmal Soldiers und Co. Ich hoffe mal, dass die Musik mir nicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Auch French. Die Franzosen. Hier haben wir mal so ein gesamtes Bild von dem Zug. Beziehungsweise von der Kompanie oder von dem Trupp, je nachdem. Ziel erreicht. Weiter. Rendezvous mit dem Schicksal. Irgendwo über der Normandie, die der 0115. Also 1.15 Uhr, 6. Juni 1944. Was? 1954 hat er gesagt? 1944. Ich wollte nie Gruppenführer werden. Und jetzt? Jetzt stehen 13 Soldaten unter meinem Kommando. 13 Männer, die sich darauf verlassen, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe und sie eines Tages zurück zu ihren 13 Familien bringe. 13. Das ist nicht gerade eine Glückszahl. Muss ich jetzt selber springen oder springt er alleine? Ich wollte nie Gruppenführer werden. Ich werde gesprungen. Sein, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, von wann ist denn das Game? Ist auf jeden Fall ein PS2-Titel unter anderem. Ich weiß gar nicht, 2005 oder sowas? 2006? Ich weiß gar nicht, wann das Game rauskam. War schöne Baufädert. Ist jetzt nicht ganz so geil, ehrlich gesagt. Ist natürlich unlucky. Fortschritt wird gespeichert. Ja gut. Der Pfeil auf Ihren Kompass zeigt Ihnen, in welche Richtung der nächste Mission, das nächste Missionsziel liegt. Gehen wir nach vorne. Ich hoffe mal, dass da ein Speicherpunkt ist, weil wie gesagt, so viel Zeit habe ich nicht. Ich habe nur noch 10 Minuten. Das ist natürlich ein kleines Tutorial erstmal. Und ich hoffe mal, dass denn hier nochmal ein schneller Punkt kommt. Oder schneller Fortschritt, Speicherpunkt. Weil sie sind normalerweise. Drücke C. Speicherpunkte. So. Na, Kollege? Baker! Wo ist deine Ausrüstung? Ach, egal. Nimm meine 45er und schieß auf jede graue Uniform. Jawohl, da habe ich meine Pistole. Rechte Waffe. Ja, rechte, ne? Rechte Maustaste. Ja. F ist Waffe nachladen. Nicht R.
Was denn er? Um den brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen mehr zu machen. Ob da noch mehr sind? Na? Ansonsten muss ich halt... Ne, er ist auch nachladen, okay. Ansonsten muss ich halt nachspielen. Da drüben sind ein paar Häuser. Ich versuche herauszufinden, wo wir sind. Ja. Wir müssen ja noch bei ihm bleiben. Wenn man, wie ihr seht. Mir ist egal, wo verdammt nochmal wir sind. Hauptsache, wir bleiben nicht bei den ganzen Krauts. Hm. Das ist eigentlich richtig. Man sieht auch unten auf dem Kompass, dass wir uns entfernen, umso dichter wir halt unserem Ziel kommen. Umso mehr fühlt sich halt die. Halt der Kompass. Also die Umrandung darum. Komm jetzt hier, du bist doch viel zu lahmarschig. Lauf doch! Hm, vor allem. Geh, Mann! Ja. Weiter. Vor allem diese Baker! Na, wo ist ihre Ausrüstung? Komplett ausdruckslos das Gesicht. Aber mich komplett volle Sau anblaffen. Er war, hat doch selbst eigentlich mitbekommen. Komm jetzt hier. Dass ich halt aus dem Flugzeug rausgeschleudert wurde, ist klar, dass meine Ausrüstung dann verloren geht. Blitz. Donner, wer ist da? Oh Mann, Mac und Baker. Dachte, ich hätte mich verlaufen. Ruhe. Wenn wir nicht leise sind, wimmelt es hier gleich nur so von Deutschen. Wir haben später noch genug Zeit zum Quatschen. Wo zur Hölle sind wir? Keine Ahnung. Sekunde. Bleibt hier. Sekunde, bleibt hier. Ja, wo gehst du hin? Willst du an die Tür klopfen und fragen, wo die Dingens ist oder was? Hallo. Wo wir sind? Je suis American. Amerikaner! Wo sind wir hier? Spricht einer Französisch? Ich verstehe kein verdammtes Wort von dem, was sie sagt. Ein paar Worte kenne ich. Dann beweg deinen Arsch hierher, Junge. Ein paar Worte verstehe ich. Ja, super. Ey, die haben auch die Ruhe weg, ne? Die haben die Ruhe weg. Sie sagt, wir sind nordöstlich von Saint-Mary-Glise. Mist! Wir sind in die falsche Richtung gegangen. Ich werde versuchen, mehr Männer zu sammeln. Geht durch das Tor da und dann nach Osten. Nehmt jeden mit, den ihr findet. Okay. Bleibt am Leben. Verstanden? Jawohl, verstanden. Okay, Ziel erreicht. Es wurde ein Orden verliehen. Bronze ist da. Ich weiß nicht warum. Egal, auf jeden Fall haben wir hier einen Safe Point. Eliminierung der Flak, D-Day. Halbe Stunde später. Manchmal bemerkt man die Eigenheiten eines Menschen erst dann, wenn einem klar wird, dass er nächste Woche schon tot sein könnte. Ich erinnere mich noch an meine erste Begegnung mit Leggett. Es war im Messezelt. Er schnitt ein hartgekochtes Ei in dünne Scheiben. Wie Speck. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie jemanden auf diese Weise ein Ei klein schneiden sehen. Möchte wissen, wie ich jetzt darauf komme.